In diesem Video erkläre ich euch die Virtual Line für das Training Center auf dem Avengers Campus. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video über den Avengers Campus. Ja, in diesem Video reden wir etwas über die Virtual Line und das mit dem Training Center. Wie funktioniert das? Ich habe das ja schon so ein bisschen angeschnitten in den Vlogs, aber in diesem Video möchte ich konkret darauf eingehen. Ich zeige euch auch noch Bildschirmaufnahme und möchte euch sozusagen vorbereiten, wenn ihr das nächste Mal in Disneyland Paris seid oder auf den Avengers Campus wollt und auch einen Charakter treffen wollt, wie es funktioniert, damit ihr das auch ja nicht verpasst, euren Superhelden zu treffen. Ich werde euch zwischendurch auch ein paar Aufnahmen vom Training Center zeigen, wie es innen drin aussieht und natürlich auch unser Treffen mit Spider-Man seht ihr in diesem Video in kompletter Länge. Im Vlog habe ich es ja nur ein bisschen abgekürzt, weil, das kann ich schon mal vorweg sagen, die Interaktion war mega. Aber gehen wir erstmal darauf ein, was ist eigentlich dieses Training Center auf dem Avengers Campus? Erstmal ist es ein schönes Gebäude, es sieht richtig gut aus von außen. Und in diesem Training Center werdet ihr sozusagen als Recruit geht ihr da rein, also als, was heißt denn eigentlich Recruit auf Deutsch? Als Schüler würde ich jetzt mal sagen, der ein Superheld werden möchte, geht ihr in dieses Training Center und trefft einen eurer Superhelden. In dem Fall könnt ihr, also folgende Charaktere könnt ihr eventuell treffen: Iron Man, Spider-Man, Captain Marvel, ich habe jetzt aber auch schon gesehen, Thor könnt ihr treffen, gegebenenfalls Captain America. Darauf gehen wir dann gleich noch ein, wenn wir durch das Buchungssystem gehen. Ja, und dann könnt ihr mit eurem Superhelden trainieren, um gegebenenfalls ein neuer Recruit zu werden. Beim ersten Besuch, wo wir da waren, das war aber das Inside Ears Event, da haben wir Captain Marvel getroffen. Das war jedoch nicht über dieses Reservierungssystem, worüber wir heute reden. Da dürfen wir uns ganz normal anstellen. Aber wir haben jetzt auch das Reservierungssystem zweimal eigentlich schon getestet. Einmal nicht erfolgreich und einmal erfolgreich mit Spider-Man. Und zwar an dem Samstag bei dem Jahreskarten-Preview hatten wir es ja reserviert für uns alle vier. Und dann wurden wir aufgerufen, aber das hat dann nicht so gut funktioniert, weil es innen drin, also bei Spider-Man noch ein paar Probleme gab, haben wir Spider-Man da nicht getroffen. Aber jetzt am Mittwoch zur offiziellen Eröffnung hat es super funktioniert, wir haben Spider-Man getroffen, aber ich würde sagen, wir gehen das jetzt Schritt für Schritt durch. Was müsst ihr eigentlich machen, um euch in dieser Virtual Line anzustellen? Es gibt einen QR-Code, den ihr scannen müsst. Noch geht es nicht, dass ihr einfach nur in die Disneyland Paris App geht und dann da draufklickt und dass ihr euch dann anmelden könnt. Warum? Ich weiß es nicht genau, aber ihr müsst diesen QR-Code scannen. Woher bekommt ihr diesen QR-Code? Einmal gibt es den QR-Code direkt am Eingang des Training Centers. Da könnt ihr euch den scannen. Am besten fotografiert ihr euch dann ab, speichert euch den unter den Favoriten. Dann habt ihr den QR-Code immer griffbereit. Oder es gibt auch ein Prospekt, habe ich jetzt gesehen, bei ED92. Ich blende euch gerne mal hier die Bilder ein. Die habe ich bei Twitter gesehen. Es gibt jetzt ein Prospekt für den Avengers Campus, wo ihr Informationen findet und auch unter anderem den QR-Code fürs Training Center. Ja, dann scannt ihr einfach den QR-Code ein. Die zwei Uhrzeiten, die ihr euch merken müsst, ist 10 Uhr und 14 Uhr. Das sind die zwei Slots, wo ihr einen Slot, also eine Zeit buchen könnt. Und wie auch schon bei Lineberty früher, schnell sein lohnt sich. Es ist nicht ganz so schlimm wie bei Lineberty, was die Schnelligkeit angeht, aber als wir am Mittwoch gebucht haben für Spider-Man, war es aber auch nach 2 Minuten ausgebucht. Also stellt euch am besten einen Wecker für 5 vor 10 und oder 5 vor 14 Uhr und seid dann bereit am Handy, um euren Slot dann zu buchen. Habt ihr euren QR-Code gescannt, öffnet sich die Disneyland Paris App. Ich zeige euch das jetzt mal als Bildschirmaufnahme, wie das dann aussieht. Ich gucke parallel auf mein Handy, da ich es aufgenommen habe, muss es nur gerade kurz suchen. Genau, also ihr öffnet, dann öffnet sich die Disneyland Paris App und dann seht ihr schon, wir hatten zwei Optionen. In dem Fall, wir hatten Spider-Man oder Captain Marvel. Iron Man in unserem Fall konnten wir nicht auswählen an dem Tag.
Am nächsten Tag habe ich tatsächlich gesehen, dass man keinen Superhelden auswählen konnte, nur sich eine Zeit reservieren und dann gab es eine Überraschung. Also einen Überraschungssuperhelden. Ich glaube, es dann was. Ich habe Iron Man gesehen, Thor war aber auch unter anderem dabei. Also das kommt wahrscheinlich auf den Tag drauf an. Vielleicht könnt ihr es euch auswählen oder ihr habt halt einen Überraschungssuperhelden. Ja, und dann seid ihr dann in der Disneyland Paris App, müsst eingeloggt sein. Ich war in dem Fall schon eingeloggt, ich habe mich vorher eingeloggt. Und dann könnt ihr euch den Superhelden aussuchen, dann geht's weiter. Dann müsst ihr eure Gruppe auswählen, mit der ihr unterwegs seid. Da ist es ratsam, dass eure komplette Gruppe in eurem, also bei uns ist es ja das Jahreskartensystem hinterlegt ist. Also ich habe Brina, Daniel, Sven, alle in meiner Jahreskarten Account sozusagen angemeldet, eingefügt, weil wenn wir uns auch Tage reservieren, ist das praktischer. Und so habt ihr dann sind auch alle, die dann auch an dem Tag im Park sind, auf dieser in dieser Disneyland Paris App drin. Das ist super, also das finde ich super praktisch. Ihr könnt aber auch vorher eure Tickets von den anderen in der App einfügen. Das geht auch in der App, wenn ihr jetzt solche keine Jahreskarten habt, könnt ihr das im Vorhinein auch vorher in der App hinzufügen, dass ihr sozusagen als Gruppe unterwegs seid. Ja, und dann habe ich Prina und mich ausgewählt. Am Samstag habe ich alle vier direkt auswählen können, also Daniel und Sven noch dazu. Also wirklich super gut. Ich habe uns einfach beide ausgewählt mit unseren Jahreskarten und dann könnte man theoretisch also noch weitere Gäste hinzufügen, wenn die nicht in eurem System sind. Aber so geht es halt schneller, wenn sie vorher im System drin sind. Genau, und dann bestätigt ihr das nur noch und dann habt ihr auch schon eure Uhrzeit bekommen. Und in unserem Fall waren es am Anfang 193 Minuten für Spider-Man. Jedoch haben wir genau um 10 reserviert und waren erst um 14 Uhr dabei Spider-Man. Also knapp 4 Stunden mussten wir in der Virtual Line sozusagen warten. Also länger als angezeigt. Jedoch finde ich das System echt super. Man bekommt eine halbe Stunde vorher eine Push-Nachricht aufs Handy, dass man sich zum Avengers Campus begeben soll. Wir waren natürlich schon da. Aber eine halbe Stunde vorher bekommt man sozusagen die Nachricht. Wenn es gerade noch so ist wie aktuell, dass es bis zu einer Stunde Wartezeit gibt, um auf den Avengers Campus zu kommen, plant das gegebenenfalls früher ein, euch in der Schlange anzustellen. Und dann bekommt ihr tatsächlich 5 Minuten vorher, glaube ich, nochmal eine Push-Nachricht, dass es jetzt Zeit ist, euren Superhelden zu treffen. Und das System hat wirklich sehr gut funktioniert. Ihr zeigt dann einfach die Reservierung dem Cast-Member vor dem Training Center und kommt dann auch schon in das Training Center rein. Wie es da drin aussieht, ihr habt so eine Art, wie heißt es denn? Wie in so einer Firma. Also man hat so einen Empfangsraum, würde ich jetzt mal nennen, mit Bänken, da könnt ihr drauf warten. Habt ihr schon die Superhelden auf den Bildern drauf. Und dann wartet ihr noch kurz in diesem Aufenthaltsraum. Es ist klimatisiert, es ist trocken, also echt schön gemacht, eine schöne Aufmachung. Und dann werden die Cast-Member vorne eure Nummer aufrufen, die ihr in eurer App drinstehen habt. Da müsst ihr drauf achten. Wir hatten auch schon von anderen gehört, dass sie am Tag vorher, glaube ich, nur Französisch ausgerufen haben. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich kann die französischen Zahlen auch nicht, aber dann einfach mal nachfragen. Bei uns in dem Fall am Mittwoch war der Cast-Member so nett und ist immer rumgegangen, hat aufs Handy geguckt und sagt, nee, noch nicht, ihr müsst noch ein bisschen warten. Aber ich glaube, im Vorraum haben wir so 5 bis 10 Minuten warten müssen, bis wir dran waren. Und dann sind wir auch direkt zu Spider-Man weitergelaufen. Und da haben wir tatsächlich auch nur noch, glaube ich, 5 Minuten gewartet. Man kommt in so einen separaten Raum, wo so eine richtig coole Tür aufgeht, alles automatisiert. Und dann wartet man, dann sieht man auch schon Spider-Man durch das Fenster so ein bisschen. Kann schon ein bisschen so gucken, wie es drin aussieht mit Spidey. Ähnlich war es bei Captain Marvel übrigens auch. Und ja, und dann seid ihr dran und ich würde sagen, ich zeige euch erstmal unser Meet and Greet mit Spider-Man und ich kann euch noch das Meet and Greet mit Captain Marvel dranhängen. Das sind die 2 Charaktere, die ich im Training Center bereits getroffen habe. Oder wir. Hi Spidey! How are you today? I'm great, how are you? Good, and you? I am super awesome. How amazing is your new attraction? This is so cool. Mr. Stark built this. So we can all train together. Yeah. As a team, so when we go out on missions, we can be together and then we'll never lose, which is awesome, right? No spider bots inside here, right? There is one, but it's concealed. Ah. So that we don't, you know, we don't escape like the others have. Yeah. But with recruits like you, that's a
okay, because you guys are going to help me, right? Yeah, we already helped you a lot. That's so cool. Thank you so much. Yeah. I'm so happy you did. Because Mr. Stark was like, kid, you need to sort this out yourself. So I thought, let's get the new recruits to help me. So yeah. That's a great way to show your skills. Yeah, we were amazing. We did a great job recruiting. That's so good to hear. But what happened with the weather today? It's raining. The weather is so... My weapons are waterproof, so yeah. Swing in the valley is okay. You are fine. Would you like to get a photo? Yes, please. Do I come in? Hi, Captain Marvel. How are you? Hi. How are you? Good, and you? Good, thank you. We love your outfits. Thank you. We made it to the training center. So what can we learn from you? We have done a lot. We have seen Ant-Man, we have done the web adventure, Flight Force. That's perfect. Yeah? Which one is your favorite? I'm a little bit disappointed of Flight Force. Really? Yeah, I have expected a little bit more inside. The pre-show and everything is awesome, but it's very dark inside. I know, but it's in space, so... Yeah, a little bit more stars. Yeah, it's nice. Yeah, it's cold, it's cold. Exhausting with the arms after a while, but exactly. It's okay. Next week. Yeah. And have you found your superpowers? What are your superpowers? Mine. You are evil because you are Loki. No, I'm Miss Loki. Miss Loki. Eyes on you. Yeah. And for you, what is your superpower? I would like to fly or climb like Spider-Man. That would be awesome. Yeah. I'm just a photographer. Yeah. Yeah. Can I just take a picture of you first? Also das muss ich sagen, ist echt ein Pluspunkt. Die nehmen sich echt viel Zeit für einen. Also Spider-Man. Ich glaube, 1,5 Minuten hat er nur mit uns gequatscht und dann haben wir noch Fotos gemacht und ja. Also richtig gut, der Fotograf war auch echt gut beim Spider-Man. Also wie so ein kleiner Paparazzi ist der irgendwie in jede Ecke gegangen. Brina hat richtig coole Fotos bekommen. Die kann ich euch jetzt auch mal hier mal kurz einblenden. Also wirklich Daumen hoch für den Fotografen, Daumen hoch für Spider-Man. Und bei Captain Marvel haben wir dann noch ein Motion-Picture-Foto bekommen. Es ist kein Motion-Picture-Foto, es ist ein Video. Das blende ich euch gerne mal jetzt hier drüber ein. Und das kostet tatsächlich 15 Euro extra. Also nur dieses eine Video kostet 15 Euro extra. Da lohnt sich jetzt zum Beispiel, wenn ihr zu viert seid, dass ihr euch einfach die 15 Euro durch 4 teilt. Oder durch 3 oder durch 2. Ist natürlich etwas günstiger. Wir hatten es bei Captain Marvel durch einen technischen Bug, würde ich ihn mal nennen, kostenlos bekommen, weil mein Fotopass war abgelaufen und ich hatte ihn vergessen, einen neuen zu holen. Und ich habe ihn trotzdem gescannt und dann waren unsere Fotos mit Captain Marvel mit einem Wasserfilter, also mit so einem Filter drüber, wo wir die Fotos nicht ansehen konnten, aber dieses Motion Picture konnten wir irgendwie kostenlos herunterladen. Wir hätten es aber auch wirklich gekauft, weil wir es wirklich schön fanden und eine coole Erinnerung für das Inside Ears Event, aber durch Zufall haben wir es dann kostenlos bekommen. Es gibt jetzt auch den neuen Fotopass, ich glaube Plus Plus oder Ultra Plus oder ich weiß es nicht. Also für, ich glaube, 95 Euro oder 90 oder 95 Euro, den gibt es auch im Mission Equipment Shop. Diesen Fotopass kriegt ihr halt sonst, wie auch immer, wie auch sonst, alle Fotos inklusive. Aber auch diese Motion Pictures kriegt ihr auch in diesem besseren Fotopass, würde ich ihn jetzt fast mal nennen. Diese Motion Pictures gibt es aber nur bei Captain Marvel und bei Iron Man. Bei Spider-Man gibt es diese Motion Pictures nicht. Das müsst ihr auch noch mal bedenken. Ja, und was ich noch sagen kann, ihr müsst auch mal, wenn ihr in diesem Raum steht, ich weiß, das ist schon erstmal überwältigend, den Superhelden getroffen zu haben, aber bei Spider-Man gab es da noch so einen richtig coolen Spiegel oben, da kann man richtig coole Fotos machen mit Spider-Man. Ich habe jetzt auch gesehen, einer hat sich einfach auf den Boden gelegt und so von unten so ein Foto im Spiegel gemacht mit Spider-Man. Also da gibt es richtig kreative Ideen und man muss wirklich das Training Center öfter besuchen, um halt auch diese ganzen Easter Eggs zu sehen. Ich habe zum Beispiel Spider-Man gefragt, ob die Spider-Bots
hier noch nicht reingefallen sind oder irgendwie sowas. Und er hat gesagt, nee, einen gibt's, aber der ist vakuumiert in so einem Glas gewesen im Regal. Also die Details sind wirklich super. Seid ihr fertig mit eurem Superhelden? Könnt ihr einfach rausgehen, da gibt es dann wieder diese Terminals für eure Fotos, da könnt ihr euch die Fotos angucken oder auch das Motion Picture, wenn ihr eins gemacht habt und eventuell dann halt kaufen oder nochmal mit eurem Fotopass abscannen. Aber den Fotopass müsst ihr eigentlich vorher dem Fotografen abgeben. Ja, und dann ist alles drauf und dann habt ihr euren Superhelden auch getroffen. Also rundum muss ich sagen, ist dieses System echt richtig gut. Es hat klar, der Ausfall am Samstag, aber das lag auch nicht an dem System, sondern an Spider-Man an sich, weil es dazu Verzögerungen, Problemen kam mit Spider-Man. Ansonsten finde ich dieses System wirklich sehr gut, 1000% besser als Liberty. Liberty war immer der größte Müll, wenn ich das so sagen kann. Man musste dann auch um eine Uhrzeit da sein, dann ist es abgestürzt, dann hat es nicht funktioniert und ich weiß, Liberty hat vielen Kopfzerbrechen bereitet. Liberty ist zum Glück jetzt für Charaktere Geschichte. Und dieses neue Virtual Line System finde ich echt super. Und das müssten sie wirklich auch zum Beispiel beim Princess Pavilion einführen. Weil diese Wartezeit beim Princess Pavilion zwischen 120 und 180 Minuten bei Peakzeiten geht einfach gar nicht. Es ist einfach verschwendete Zeit. Und ja, so könnt ihr tatsächlich euch während des Virtual Wartens halt was anderes machen. Ihr könnt den Campus erleben, ihr könnt aber auch im Rest der Walt Disney Studios sein, was anderes fahren und dann halt zu gegebener Zeit zurückkommen. Ihr könnt auch immer im Handy nachschauen, wie viel Zeit ihr noch habt. Das habe ich auch immer zwischendurch mal reingeguckt, nicht, dass wir es auch verpassen. Aber wie gesagt, halbe Stunde vorher bekommt ihr eine Push-Nachricht. Also, ich finde dieses System super. Daumen hoch dafür, Disneyland Paris. Es funktioniert auch bisher einwandfrei. Und wenn ihr das nächste Mal auf dem Avengers Campus seid, solltet ihr auf jeden Fall auch euren Lieblings-Superhelden treffen, obwohl es da ja überall die Superhelden gibt. Aber da halt nochmal dezidiert, da wird sich halt Zeit genommen und es gibt richtig schöne Fotos. Also die Fotos sind auch gut. Wenn ich mich an die Fotos vom Princess Pavilion erinnere, die sind überbelichtet. Man sieht immer irgendwie nicht so gut aus. Und ich muss sagen, die Fotos vom Avengers Campus, vom Training Center sind echt top. Ja, also Daumen hoch, ganz viele Daumen hoch für dieses neue Virtual Line System und das Training Center auf dem Avengers Campus. Ja, ich hoffe, dieses Video hier zu der kleinen Anleitung, wie ihr euren Superhelden treffen könnt, war hilfreich. Und berichtet gerne hier unten in den Kommentaren, ob ihr schon mal diese Virtual Line getestet habt, wie ihr sie findet. Schreibt mir gerne bei Instagram, schickt mir eure Bilder mit euren Superhelden. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao!